So, dann haben wir jetzt das nächste Video. Da grinden wir jetzt auch nochmal kurz rein. David, Rideout durch Köln eskaliert. Wie gesagt, meine Leidenschaft ist ja nach wie vor Motorradfahren. Und ich versuche auch irgendwann nochmal, ja, sowas Ähnliches mir anzuschaffen. Und zwar ein Can-Am. Ein Can-Am, ich zeige es euch kurz. Can-Am. Spider. Na gut, jetzt nicht mit Anhänger. Spider. So sehen die Dinge aus. Nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben. Sowas würde noch gehen für mich. Schon, sieht schon brutal aus, das Ding. Hat auch so ein ähnliches Fahrgefühl. Also du bist halt frei an der Luft, ne? Kriegst halt alles mit wie auf dem Motorrad. Natürlich anderen Auspuff würde ich ja draufziehen. Genau, da gibt es auch die Menschen, die so eine Leidenschaft haben, Motorrad fahren, die dann auch Felgen, Auspuff und alles für ihr Motorrad kaufen. Und so, finde ich, hat jeder sein Hobby, seine Leidenschaften. Bei mir ist nur das Problem, mir gefällt das alles. Was die Dinger kosten, ja, das ist so der Knickpunkt, ne? Also gebraucht kriegst du so ein neues Modell, also das hier gebraucht. Für so 16.000, 17.000. Ich glaube, neu zwischen 20, 22.000, irgendwie sowas, dieses Modell. Und ich gucke halt immer aus Geldgründen nach den alten Modellen. Und zwar ist das das alte Modell. Das ist das alte Modell. Aber sieht auch noch gut aus, bis auf die Scheibe hier. Sowas geht natürlich gar nicht. Ja, Kleinwagenpreis, ja. Also den hier, ich habe jetzt einen gesehen für 6.800 € gebraucht. Der hat dann 30.000 Kilometer und sieht halt so aus mit Sportauspuff und so. Halt so ein Privatding halt, ne? Auf privat angelehnt. Vielleicht sieht man hier irgendwo einen, der nicht so ultra kacke aussieht wie der hier zum Beispiel. Der sieht ja richtig kacke aus. Ja, nee, ist auch wieder so ein. Hier, das ist so ein altes Modell. Die kriegst du so. Ich sag mal, noch zuverlässige, sage ich mal so 10.000. Ja, 10.000 €. Sowas. Ja, aber wäre eine Möglichkeit für mich, mit meinen Jungs halt rumzufahren. Da gibt es dann auch so eine Halterung. Spider. Jetzt gebe ich mal Rollstuhl ein. Zack. Und hier sieht man es auch direkt. Da gibt es hier so eine Halterung für einen Faltrollstuhl. Das sieht natürlich dann kacke aus. Klar, gar keine Frage. Ich würde es mir auch stylischer wünschen, aber es ist, wie es ist. Ich muss mich mit meiner Situation abfinden. Das wäre aber eine Möglichkeit, dasselbe Feeling zu haben, mit meinen Männern unterwegs sein zu können und ja, meine Leidenschaft weiter nachzugehen. Aber das brauchst du natürlich dann auch wieder einen Parkplatz für. Am besten in die Tiefgarage. Kostet auch wieder 50 € im Monat. Und kostet halt einen Haufen Geld. Sowas, ne? Könnte ich mir aber vorstellen, halt irgendwann als Motorradersatz anzuschaffen und dann halt auch Motorvlogs zu drehen. Wie zum Beispiel den lieben David, den wir uns jetzt reinziehen. Der macht dann auch so kleine. Schauen wir es uns einfach an. Freunde, heute werde ich zusammen mit Olli, Maurice und Leonard Köln unsicher machen. Herzlich willkommen. So laut. Junge, der ist so verloren, der Typ. Boah, Bruder! Was geht ab? Ich habe einfach von Charlina Oha, wie geträumt laut. und ich bin aufgewacht, ich bin gekommen. Also wenn wir jetzt nicht rausgezogen werden, weiß ich auch nicht, Bruder. Hör mir ins Gesicht! Bevor das Video losgeht, gibt es noch eine sehr wichtige Sache. Wie ihr wisst, habe ich eine KTM Auch gar nicht so weit weg, die Männer. gekauft. Und wie könnt ihr die gewinnen? Wohnen in Köln. Einfach Köln. Einfach fast Nachbarstadt, kann man schon übertrieben sagen. Ja, würde ich auch gerne mal. Ich muss auch mal nach Köln wieder. Das hätte ich auch mal wieder Bock. Ist schon sehr lange her, dass ich in Köln gewesen bin. Einfach mal so das Feeling fielen, ne? Gewinnen, indem ihr entweder den No Past, No Future oder den Redemption Hoodie, den habe ich gerade an und nein, ich werde den nicht ausziehen, ich friere mir nämlich den Arsch ab. Am 1. Januar um 19 Uhr. Aha, was hat der Boy für eine Kamera? Ist auch so ein Thema. Kamera. Habe ich auch Bock drauf. Hab ja hier meine EOS R6. Bin auch super zufrieden mit ihr. Wird nicht heiß, gar nichts. Ist halt auch keine R5. Ich kann trotzdem 4K filmen.
Zwar keine 60 Frames, aber ich glaube 50. Ja, reicht. Reicht, ne? Ich kann sowieso hier nicht in 4K meine Facecam ausführen, weil ich habe die Canon-App für alle Canon-EOS-Betreiber, die vielleicht auch streamen wollen. Es gibt eine App, da könnt ihr eure EOS-Kamera als Streamcam laufen lassen. Aber dafür verliert ihr halt an Leistung. Ihr könnt zwar 4K einstellen, aber die gibt keine 4K wieder. Also das Programm überträgt keine 4K. Dafür bräuchtet ihr den Elgato Stream Stick, glaube ich, oder so heißt das Ding, von Elgato. Das ist auch mit einem, ich glaube, HDMI-Anschluss. Und da könnt ihr dann in Original 4K filmen. Aber ganz ehrlich, bisher, ja, 4K wäre natürlich noch besser, noch schärfer. Dann wäre meine Facecam auch noch schärfer. Aber ich finde, ist doch okay, oder? Reicht doch aus. Ich meine, das Opfergesicht, das will man doch nicht so scharf sehen. Dann sieht man ja jede Falte noch viel besser. Das sind eh schon genug. Nee, Spaß beiseite. Aber 4K gehen halt nicht. Reicht meiner Meinung nach aber erstmal aus, für hier rumzuprobieren. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal mehr Donations und dann können wir uns auch mehr Equipment kaufen und das Ganze hier mal dann aufs nächste Level heben. Aber ich denke mal, ich habe für den Start schon sehr viel umgesetzt und wir machen einen Schritt vor dem anderen. Nur bestellt. Mit jedem Hoodie erhaltet ihr ein Los und mit diesem Los könnt ihr dieses Motorrad gewinnen. Was haben wir da? Eine brandneue KTM RC390, Baujahr 2023. 93. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Es gibt viele so Einsteiger-Motorräder. Das haben wir jetzt knapp 400 Kubik. Ne? Das sind alles so Übergangslösungen für die Jungs und Mädels, die mit 18 einen Führerschein machen und dann erstmal gedrosselt fahren müssen. Aber interessantes Themengebiet. Sieht irgendwie nicht ganz so klein wie eine 125er aus, aber auch nicht ganz so groß wie eine 650er oder 1000er. Ne? Man sieht, es ist irgendwie noch kleiner, aber irgendwie so halbgar. Ich wüsste nicht, ob ich sowas feiern würde, sage ich ehrlich. Ich habe mir damals angefangen mit einer Sumo, also mit einer Supermoto. Die hat 650 Kubik gehabt. Und hier bewegen wir uns halt im Raum 400 Kubik. Es ist halt irgendwie klein, ne? Auch wenn ich gedrosselt erstmal fahren musste 2 Jahre. Aber ich habe das Feeling trotzdem von der großen gehabt. Und meine hat ja offen, also ohne Drossel, eh nicht viel mehr Leistung gehabt. Außer als ich mir dann die 1000er geholt habe. Irgendwie 2 Jahre später da war ich auch schon, glaube 23, da habe ich mir die 1000er geholt. 1000er CBR, Baujahr 2000, aber schon mit der neuen Maske vorne. War ein geiles Motorrad. War gut. 150 PS, 1000 Kubik, ging schon ganz gut nach vorne. Joke, stell dir mal vor, man könnte so rumfahren, ohne Kennzeichen. Also das Teil sieht einfach aber sieht so geil aus, ja. Nice aus. Sehr eckig hier, sehr eckiges Heck, sehr kantig, durchgehend auch. Schön, hier sieht man die Rohre, sehr leichte Bauweise. Ja, aber gut, KTM sowieso ist ja eher, kommt ja aus einer anderen Richtung, ne? Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich hab euch lieb. Kuss geht raus. Um auf den Arsch. Das tat ein bisschen weh in meiner Hand. War's geil? Ja. Würdest du auch wieder empfehlen? Oder? Ich würde es empfehlen. Maurice, würdest du mal probieren? Danke. Leonard? Ja, sehr gerne. Leonard muss aber jetzt richtig draufhauen. Volle Möhre. Junge, Alter! Und damit auch hallo und guten Tag, Olli. Hallo und guten Tag, Maurice. Moin, moin. Und hallo, Leonardo Tornado. Kannst schon sehen, dass ich ein Autoritätsproblem hab. Olli, du hast was vergessen. Was hab ich vergessen? Dein Motorrad. Ich stell das kurz hier ab, ja? Es wird sonst geklaut. Herzlich willkommen. Junge, der ist so verloren, der Typ. Das ist so, da kann jeder anfassen, aber hier fass ich dich nur an. Was ist das denn jetzt hier für eine... Oh mein Gott, ey, ich hab's nicht. Ich weiß, kann das nicht.
Ich dachte, ich rutsche jetzt hier, wenn ich Vollgas gebe. Frohe Weihnachten! Sie haben wunderschöne Katzen! Seit wann bist du so unterwegs? Digga, ich hab hier gar keinen Grip, Alter. Ey, damit, ich hab so eine kranke Bizeps-Übung, die kann ich dir gleich mal zeigen. So? Nein. Hä, ist das nicht die Übung? Doch, doch, das ist... Richtige Quatschköpfe. Richtige Buben, ne? Mann, richtig Faxen noch. Ja, aber ich meine, ich kenne auch eine andere. Charlina. Aber hier eben auch, wie man sehen konnte eben. Ah, nee. Ein Grip, Alter. Ey, damit, ich hab so... Hier, boah, das Pflaster hier. Ganz gefährlich mit dem Motorrad. Das ist, wenn das so feucht ist, boah, da musst du richtig aufpassen. Hier sind so ein paar trockene Flecken schon zu sehen. Aber hier die Fahrspuren. Erstens ist da der ganze Gummiabrieb drauf. Und zweitens das wie Schmierseife hier. Genau auf so einem Pflaster bin ich früher. Mein Motorrad 3 Tage alt. Niegelnagelneues Motorrad. Ich habe es natürlich nicht ausgehalten. Wollte unbedingt fahren. Unbedingt 18 Jahre. Ihr müsst euch vorstellen, 18 Jahre. Ich habe ein neues Motorrad in der Garage stehen. Und Wetter ist so... Bisschen Graupelschnee, aber manchmal auch trocken. Ich musste fahren. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich musste einfach fahren und ich habe mich auf die Fresse gelegt. Ich habe das Motorrad geschmissen. Oh mein Gott. Ich habe so innerlich geflucht. Ich stand auf der Straße und war irgendwie wortlos. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ja, nee, ich habe gesagt, ich bin selbst schuld. Nein, Pech, selbst schuld. Ja, war die Fußraste war verbogen. Kratzer natürlich. Und Kupplungshebel war verbogen. Boah, es war so nervig. War echt kacke. Ich hab's nie repariert. Also war immer, ich hab's zurecht gebogen und dann bin ich einfach weitergefahren. So war das. Fertig. Hardcore. Ich feier. Bin ja seit meinem 15. Lebensjahr, also mit meinem 15. Lebensjahr, habe ich meinen Führerschein bestanden, kurz vor 16. Und mit 16 hab ich den dann abgeholt und direkt einen 125er geholt. Und dasselbe dann mit 18. Ich war kurz vorher fertig, mit 18 habe ich den ausgestellt bekommen und dann bin ich sofort in den Laden. Also ich habe schon vorher mein Motorrad gekauft gehabt, habe keinen Zweifel gehabt, dass ich das alles schaffe und kaufe und hat alles funktioniert und es war mir so wichtig, wichtiger als ein Auto. So eine kranke Bizepsübung, die kann ich dir gleich mal zeigen. So? Ich hatte auch erst kein Auto. Hä, ist das nicht die Übung? Doch, doch, das ist die, aber ich meine, ich kenne auch eine andere. Charlina. So, David, du hast ja als Hausaufgabe eine Weisheit überlegt, ne? Leg mal einfach los. Niro, Naro, Löffel, Stiel, wer viel will, der ist doch viel. Gut, danke schön. Nein! Ich hab mein Y-Food verloren. Nein. Wo ist das? Alter, er dreht einfach auf der Straße, Junge. Digga, wo ist das? Keine Ahnung. Einer hat da gelacht. Maurice hat das safe. Das ist nicht runtergefallen, das hätte ich gehört. 100% einer von euch Dieben hat mir mein Y-Food gemobbt. Das ist nicht runtergefallen. Das hat einer geklaut. Guck doch erstmal, bevor du uns Junge, Alter. Wo ist das? Gib mir mein Y-Food wieder. Ich schon wieder. Ich hab gefurzt und gelacht. Maurice, safe. Maurice war so schön, der hat das genommen. Das kann nicht rausfallen, das geht gar nicht. Ich hab das genommen. Was denn hier passiert? Guck mal hier, Alter, da ist der Baum umgefallen, Junge. Wow, Bruder. Oh, Alter. Oh. Junge, der Baum ist einfach komplett auf das Auto gekracht hat. Was haben wir denn da? Das ist eine Platane. Platanus acerifolia. Kein Scheiß. Platanus acerifolia, ich glaube. Platanus acerifolia. Da ist es doch schon. Acerifolia. Bilder. Platanus acerifolia. Ah, das ist Globosum. Das müsste die Kugelform, also, was heißt müsste, ist die Kugelform. Da, Globe. Alphans Globe. Ich will nur acerifolia. Bilder. Da. Das ist eine Platane. Platanus acerifolia. Hab ich alles gebüffelt. In der Ausbildung. Jahrelang in die Birne reingedrückt. Botanische Namen. Ich, alter Gärtner. Hat das zermalmt. Der hat doch safe. Also das hier ist eindeutig eine Platane unten vom Stamm her. Und oben sehen die schon so aus, so fleckig, ja. Weil irgendwann, das könnte aber auch eine Buche sein. Ich brauche mehr Bilder. Gewindefahrwerk hin. Ja, wenn der Opel ist im Arsch, Alter. Ja, richtig im Arsch. Guck dir das mal an. Ey, müsst ihr mal überlegen, es sind ein paar Tonnen, ne? Ja, okay, das ist übertrieben, aber wir haben hier schon so 800 Kilo. Nee, weniger.
Ein ganzer Baum wiegt vielleicht. Imagine einfach, du gehst. Ist ja nur ein Ast, oder? Morgens aus der Haustür raus, siehst dein Auto und dann liegt da so ein ganzer Baum drauf. Alter. Nee, ich kann nicht komplett. Kommen. Hey, da ist mein Wildfoot wieder. Guck. So schlecht, Alter. So schlecht. Aber eigentlich üblich für diese. Wir haben bei uns ja auch so eine komplette Allee. Alles mit Platanen voll. Also ist typisch irgendwie am. Im Rhein-Main-Gebiet diese Platanenalleen. Finde ich aber echt nicht so korrekt, dass du David jetzt einfach das Y-Food geklaut hast. Ja, hä, ist meine Mahlzeit. Ich wusste davon nichts. Vor allem kriegst du mit David minus YouTube 10% Rabatt auf das gesamte Y-Food-Sortiment. Gestört. Ey, guck mal da, Digga, da ist so ein Rideout. Was geht denn jetzt ab? Kölner Dom, irgendwie, ich weiß nicht, das Ding geht nicht an mich. Ich find's nicht schön. Ist zwar voll die Kunst, Baukunst, gar keine Frage. Aber das Ding, dieses schwarze, dunkle, ich weiß ja nicht. Es gibt eher so ein Batman-Vibes. Gotham City-Vibes. Was geht? Was geht ab? Alter! Geil. Was geht, alles klar, Mann? Was geht? Servus. Ich hab euch gerade gesehen, dachte mir, was ist das für ein heftiger Rideout, Digga. Wo fahrt ihr hin? Bingen. Sollen wir zusammenfahren? Ja. Zusammen. Ja, was, wohin? Nach Bingen? Digga, die fahren hier ohne Rücksicht auf Verluste an. Ja. Zusammen. Dachte mir, was ist das für ein heftiger Rideout, Digga. Wo fahrt ihr hin? Bingen. Sollen wir zusammenfahren? Hä, die haben doch Bingen gesagt, oder? Ja. Ja, hat gesehen, dachte mir, was ist das für ein heftiger Rideout, Digga. Wo fahrt ihr hin? Bingen. Sollen wir zusammenfahren? Ich hab das nicht verstanden. Ja? Zusammen! Ja, let's go! Digga, die fahren hier ohne Rücksicht auf Verluste alle auf dem Hinterrad. Wie geil ist das, Mann? Oh! Was? Ey, sind wir noch in Köln oder in New York, Alter? Nee, das hab ich noch nie gesehen. What the fuck? Digga, ist das ein geiler Tag, Alter. Der swirft hier so krass die ganze Zeit. Ja, der ist wirklich gut, ne? Der ist unfassbar gut, der Kleine. Ich hab jetzt live hier. Live? Live. Können Sie mal meinen Arsch filmen? Can I get a Wie so kleine Kiddies. Ja, ist schon so, ja. Olli, übertreib nicht, Digga. Sind ja auch eigentlich Spielkinder. Hört mir mal bitte zu. Ich habe einfach von Charlina geträumt und ich bin aufgewacht, bin gekommen. Ich schwöre es, ich bin Alter, gekommen. Alter, Junge. Meine Hose ist aber alles. Sind ja auch noch nicht so alt. Voll, es war auch so viel. Das hast du der gesagt. Ich hab dir das gesagt. Was hat sie dann gesagt? Ich fand das nice. Digga, was für eine Scheiße muss ich mir hier schon wieder anhören? Ey, willst du mich verarschen? Ist natürlich auch ein bisschen Show dabei, ne? Muss man schon sagen, die sind aufgedrehter als sonst. Die wollen halt lustige Videos machen. Und da wird auch extra irgendwelche Dinge erzeugt mit Y-Food-Clown und so weiter. Ist doch klar. Das brauchen wir uns nichts vormachen. Aber trotzdem ist cool, wie die unterwegs sind. Die sind ja auch manchmal dann in Monaco und sowas unterwegs. Finde ich einfach geil, wie die so Touren machen. Und ja, einfach dieses Biker-Lifestyle. Und auch mit dem Transportieren. Da haben sie einen Transporter. Schieben dann ihre Bikes da rein. 3-4 Bikes oder sowas. Passt alles da rein. Lustig, dass ich auch bei dem Bild da gerade angehalten bin, ne? Ey, was ist das? Und finde ich cool. Ja, das hängt am Klebeband, was? Letztens waren sie in Amerika gewesen. Und auch geil. Auch coole Videos entstanden. Oh. Sein Kennzeichen ist einfach tot. Hä, wie leicht ging das an? Das hat doch so gemacht. Als wäre das so am seidenen Faden, Digga. Das hing halt wirklich schon am seidenen Faden. Also wenn wir jetzt nicht rausgezogen werden, weiß ich auch nicht, Bruder. Wie als wäre das so ein Laufrad, so. Junge, diese Strömung, das ist echt krank, ich gönn mir dir. Das sieht halt ähnlich aus wie bei uns. Auch, wir haben auch diese großen Platten. Keine Ahnung, was sind das? 1,50 x 1,50? Obwohl es könnten sogar schon 2x2 Meter sein. Da haben wir auch so einen großen Platz. Nur bei uns geht es dann noch so Treppen runter. Unten führt ein langer Weg lang. Ja, der Rhein hat auch aktuell sehr krasses Hochwasser. Ich habe jetzt erst gecheckt, was du mit Laufrad meinst. Diese kleinen Pokis. Ja! Ja! Das ist halt so richtig Show, das ist halt so, jo, Aufmerksamkeit und HI.
Ich weiß nicht, ich finde es auch eigentlich keiner macht witzig. Mir Angst. So. Ich habe auch so viel Spaß gehabt so in meinem Leben und war alles nice. Ich muss auch nicht mehr irgendwie rumkacken mit irgendwelchen Weibern oder so, weil das gibt mir nichts. Irgendwelche Eltern kennenlernen und so, das muss ich so Reste essen machen und so, weißt du, ich kann so eine aussuchen und ist alles nice. Auf Ernst, keine Ahnung, ist mir das alles scheißegal. Bei mir gibt es nicht 1, 2, 3 unendliche Chancen, sondern so einmal, wenn man das verkackt, weg. Achso, das Ding. Ich komme aus Mainz am Rhein. Also, bis hier bei der Uni. Knall sie die ganze Nacht. Über Rot, Punkt. Ja, aber du bist ja nicht über Rot gefahren. Du wurdest ja gar nicht so weit vom Schwarzwald entfernt. Über Rot geschoben. Das erkläre ich dir noch genauso. Sie sind über Rot gefahren. Schon noch eine Ecke. Nein, stimmt nicht. Ja! Burn mal Olli an, komm. Burn mir ins Gesicht. Der Junge hat echt den Knall noch nicht gehört, ne? Was soll Charlinas Papa denken, wenn er das hier sieht? Ins Gesicht. Freiburg halt, ja. Sie dürfen die Braut jetzt. Hör mir ins Gesicht! Schon nochmal ein Stückchen. Was ist mit David los? Durch. Wir haben den ganzen Tag hier jetzt in der Stadt irgendwelche Faxen gemacht, sind da rumgeeiert wie die größten Fahranfänger. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch ein bisschen das Vorderrad in der Luft halten. Ja, Mann. Let's go, komm. Junge, was ist das für eine geile Straße hier? Boah, ich krieg alles ins Gesicht, Alter. Ja, hab ich ja gesagt. So eine Scheiße. Du Drecksau! Ja, komm, zieh durch! Ja, Leonard! Ja! Das Ding an den ihren 3 Stunden circa Autofahrt, ja, schon eine ordentliche Ecke. Sehr ordentliche Ecke. Das Ding an den Mopeds halt heute ist, die haben halt einfach viel mehr Leistung, ne? Gut, die haben früher auch schon viel Leistung gehabt. Meine hat halt auch extrem wenig Leistung gehabt. Die haben ja so einen alten Motor da reingebaut. Alte 650er Motor mit knapp 40 PS. Ich glaube 37 PS oder so hatte die nur. Ich habe immer von so 10 PS, 15 PS mehr geträumt. So Richtung 50. Aber die haben ja teilweise über 60 PS. In den kleinen Mopeds, weißt du, das geht ja so leicht aufs Hinterrad. Ich wäre ja Wheelie gefahren wie die halt, ne? Wie ein junger Gott halt. Das ist halt easy, da hochzukommen. Deswegen, manchmal frage ich mich echt, warum die so Probleme haben, heute ein Wheelie zu ziehen. Also, du brauchst halt Eier, ja? Und vor allen Dingen bei mir war die Fußraste kaputt. Meine Fußraste war so nach oben gebogen, dass ich in dem Wheelie nicht draufgekommen bin mit dem Fuß. Heißt, wenn ich ein Wheelie gemacht habe, ging es entweder nur hoch und umkippen nach hinten oder durchziehen halt, ne? Also ich habe immer, meine Wheelies sind immer Leben am Limit gewesen. Wenn hinten überkippen, dann habe ich die nicht vorne runterholen können. Und heute machst du ja im Wheelie, wenn du ein Wheelie ziehst und du kippst hinten über, drückst du kurz auf die Hinterradbremse und dann kippst du ja vorne wieder über. Und wenn du dann vorne wieder überkippst, kannst du wieder Gas geben und dann kippt die wieder nach hinten. Und so kannst du dieses Spiel immer an den 2 Kipppunkten halt dann durchziehen. Alter, du hast dich fast gemault, Mann. Das war richtig close. Guck mal, der Truckfahrer, der will ein Wheelie. Rechts lang, hier drüber. Da kann man nämlich jetzt springen. Die Rampe da? Ja. Oh ja. Oh ja. Komm, Maurice, zeig mal, was du kannst. Alter, ah ja, immerhin, du bist guck mal. Einfach ein Experte, wenn es ums Springen geht. Ja, das habe ich auch probiert. Das ist gefährlich, wenn du das nicht kannst mit Gas geben und Flow. Das muss auch so stimmen, das Timing und so. Mit Abspringen und Gas geben. Da kannst du nämlich auch mal ganz vorne den, ganz schnell vorne den Überkipper machen. Und dann überschlägst du dich auch mal ganz schnell. Geil, Video vorbei. Hab wieder viel gelabert. Aber zu dem Thema habe ich halt auch viel zu erzählen. Ich bin sehr viel gefahren. Sehr viel Motorrad gefahren. Bei jedem Wetter, egal was. Ich habe ja kein Auto gehabt. Das heißt, ich bin zu jedem Date, ich bin zu jeder Party, ich bin zu allem Arbeit nur mit dem Motorrad gefahren. Ich war ein richtiger Biker. Also durch und durch.